Seit dem letzten Video ist einiges vorangegangen, zum Beispiel an den Winglets, an den Flügeln oder an der Haubenform. Wir hatten leider aber auch einen herben Rückschlag, der uns viel Zeit und Arbeit kostet. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal zu den Flügeln. Nachdem wir letztes Mal erzählt haben, dass die Belegung des Endleistenstegs im ersten Anlauf leider missglückt ist, konnten wir diese Anfang Oktober erfolgreich abschließen und wenig später das überstehende Gewebe absägen und zuschleifen. Als das abgeschlossen war, haben wir direkt eine neue Baustelle aufgemacht, die sogenannte Wicklung der Wurzelstummel. Die Wurzelstummel sind die Teile des Flügels, die später im Rumpf stecken und mit denen die beiden Flügel mit Hilfe der Hauptbolzen verbunden werden. In den Wurzelstummeln dominieren Biegerbelastungen und um diese Lasten aufzunehmen und in die Hauptbolzen zu leiten, müssen diese verstärkt werden. Dafür legen wir von außen mehrere Lagen Kohlefasergewebe über die Wurzelstummel. Wir haben hierbei das Problem, dass wir sehr wenig Luft zwischen den Wurzelstummeln der beiden Flügel sowie zum Rumpf haben und deshalb die Lagen möglichst dünn halten müssen. Wir können das Teil aber leider nicht mit Vakuum verpressen, weil wir keine Möglichkeit haben, einen Vakuumsack dicht zu kriegen. Deshalb verwenden wir die Technik des Vorlaminieren. Das bedeutet, dass die Lagen auf einer Folie mit dem Harz getränkt werden und dann mitsamt der Folie auf das Bauteil transferiert werden. Wir haben jetzt hier die neue Lage und die positionieren wir genauso, dass die Faserorientierung eben perfekt passt und dass der Ausschnitt zur gegebenen Form passt. So, dann kann man die mit Folie schon mal etwas andrücken. Der Vorteil von der Folie ist eben, dass die Fasern ihre Form behalten und sich nicht verziehen können. Ich ziehe jetzt hier auch mit der Folie noch mal etwas runter, eben um sicherzugehen, dass das Gewebe überall sauber anliegt, dass wir keine Lufteinschlüsse haben. Und wenn es dann grob liegt, dann kann man die Folie abnehmen. Ich habe noch hier in die Wurzelrippe Gewebe gelegt, damit der Übergang von Stummel zu Wurzelrippe ein bisschen verstärkt ist und da die Rissbildung unterdrückt wird. Ja, jetzt lege ich als abschließende Lage sozusagen das Abreißgewebe. Das hilft uns, eine ebene, saubere Oberfläche zu haben und saugt auch nochmal eventuell überschüssiges Harz auf. Und wenn wir eben diese Fläche dann noch nachbearbeiten wollen, dann sorgt das Abreiß dafür, dass wir eine raue Oberfläche haben, die sich eben sehr gut anbietet für ja, eventuelle Nacharbeiten, wenn noch was drauf muss, wenn es lackiert wird und so weiter. Ich spanne das jetzt einfach nochmal runter, damit es nochmal alles schön kompaktiert wird. Ja, hier gibt es jetzt sonst, glaube ich, gar nicht mehr so viel Spannendes zu sehen. Ich muss das nur noch fertig einwalzen. Und durch diese Technik können wir den Faservolumengehalt gut kontrollieren und im Vergleich zum klassischen Handlaminat Harz und damit Lagendicke einsparen. Und falls euch das ein bisschen zu schnell war, dann schreibt einfach eure Fragen in die Kommentare. Und jetzt erzählen wir euch, was missglückt ist und was uns so viel Zeit und Arbeit kostet. Das Verfahren, nachdem wir die Haubenform bauen, ist auf den ersten Blick recht komplex. Darum haben wir auf der Tafel mal angezeichnet, wie genau wir vorgehen wollen. Ich werde die Schritte zum einfacheren Verständnis chronologisch von hinten nach vorne erklären. Das flache Haubenglas wird in einem Tiefziehverfahren in seine gekrümmte Form gebracht. Dazu wird es über eine konvex gekrümmte Form gestülpt. Nach dem Tiefziehen kann die Haube nicht mehr nachbearbeitet werden. Daher muss die Form frei von Wellen sein, die sich als optische Fehler in die Haube fortpflanzen würden. Diese Form besteht aus einem sehr dicken Glasfaserlaminat, das an seinen Rändern durch ein Sperrholzgerippe abgestürzt wird. Diese Form muss möglichst homogen und ohne Oberflächenbehandlung sein. Daher müssen alle formgebenden Schritte vorher passieren. Die Haubenform wird also quasi fertig aus einer Haubenformform, der Haubenform zweiten Grades, abgenommen. Da die Haubenform konvex gekrümmt ist, ist die Haubenform zweiten Grades konkav gekrümmt. Konkave Krümmungen sind sehr schwer von Hand in Form zu bringen, da sie sich weder zum Spachteln noch zum Schleifen gut eignen. Daher benötigen wir auch für diese Form eine Form, die Haubenform dritten Grades. Für diese konnten wir glücklicherweise das Urpositiv verwenden. Das ist die Haubenform dritten Grades. Dazu genau, wie wir diese Form gebaut haben, haben wir bereits ein Video gemacht, das ihr euch hier anschauen könnt.
Leider hat der Prozess nicht auf das erste Mal das gewünschte Ergebnis geliefert und wir mussten ein paar Runden drehen, bis wir mit der Haubenform dritten Grades zufrieden waren. Vor 4 Wochen war es dann soweit und wir haben die Haubenform zweiten Grades von der Haubenform dritten Grades abgenommen. Dazu haben wir ein spezielles Harz für den Formbau eingesetzt, das sich durch eine große Härte auszeichnet. Dieses haben wir in die Haubenform dritten Grades aufgetragen und mit einem Glasfaserlaminat verstärkt. Leider ist uns beim Anmischen des Formharzes ein Fehler unterlaufen. Aufgrund der sehr hohen Viskosität haben sich Harz und Härter nicht optimal vermischt und sind daher teilweise nicht ausgehärtet. Dies hat sich dann durch ein Loch in der Haubenform zweiten Grades bemerkbar gemacht. Außerdem sind die Ränder der Form leicht zu kurz geraten. Des Weiteren hatten wir die Haubenform dritten Grades, die bauprozessbedingt nur zur einmaligen Verwendung geeignet war, beim Entformen der Haubenform zweiten Grades leider zerstört. Die Schäume waren den Kräften nicht gewachsen und sind leider gerissen, was eine quasi irreparable Beschädigung darstellt. Auch die Löcher und Ränder der Haubenform zweiten Grades sind aufgrund der konkaven Krümmung der Form nur mit extremem Aufwand zu reparieren. Damit stehen wir, was die Form angeht, am gleichen Punkt wie vor einem Jahr, nur mit viel mehr Wissen aufgestattet. Mit dem Wissen um den immensen Aufwand bei der Fertigung der Haubenform dritten Grades werden wir diesen Prozess kein zweites Mal verfolgen. Trotzdem war unsere Arbeit nicht komplett umsonst, weil wir die beschädigte Haubenform zweiten Grades benutzen können, um in ihr eine neue Haubenform dritten Grades aufzubauen. Diese werden wir dann mittels einer 5-achsigen CNC-Fräse in die Endkontur sparen. Damit können wir dann hoffentlich ohne Zusatzaufwand eine Haubenform zweiten Grades abformen, wo wir dann mit vertretbarem Aufwand eine Haubenform ersten Grades abformen können, die wir dann wiederum zum Tiefziehen verwenden werden. In letzter Zeit war es etwas still ums Winglet. Dass ich hier auch noch neben dem Bruchwinglet stehe, lag hauptsächlich daran, dass das Auskonstruieren der Steuerung noch mal mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als wir ursprünglich dachten. Und zwar insbesondere wegen dieses Teils hier. Im April-Update hatte ich ja schon mal gezeigt, wie die Steuerung im Winglet aufgebaut ist und auch erwähnt, dass insbesondere hier unten an der Anlenkung vom Seitenruder der Bauraum eine große Schwierigkeit darstellt. Mittlerweile haben wir aber eine Kinematik gefunden, die mit wenigen Teilen und ohne große Abdeckhutzen, die hier die Aerodynamik verschlechtern würden, auskommt. Ein Schlüsselelement dafür ist eben dieses CFK-Bauteil. Das ist sowohl die Abschlussrippe für das Seitenruder als auch die Aufnahme für einen Metallhebel, der jetzt hier noch als 3D-Druckteil abgebildet ist. Und dieser Hebel nimmt eben die Kräfte aus der Schubstange, die aus dem Winglet rauskommt, auf und wandelt sie in einen Drehmoment auf das Seitenruder um. Das Metallteil ist über Gewindeinserts, die in das Kohleteil einlaminiert sind, angeschraubt. In den nächsten Wochen werden wir dann ausprobieren, ob die Steuerungsteile auch in der Realität so gut zusammenpassen wie im CAD. Und wenn das alles klappt, können wir dann endlich an den fliegenden Winglets weiterbauen. Im letzten Monat ging es auch bei der Steuerung voran. Da wir kein dediziertes Höhen- und Querruder haben, wie bei traditionellen Fliegern, werden deren Funktionen durch 3 Ruder an jedem Flügel realisiert. Das macht die Steuerungskinematik komplizierter als bei konventionellen Flugzeugen. Wir haben diesen Monat die Mischerplatten aus Alu gefräst, die den Steuerinput des Knüppels im richtigen Verhältnis an die Ruder im Flügel weitergeben. Wir danken an dieser Stelle sehr der Firma Bometrik Industrielle Messtechnik für das Bereitstellen der CNC-Fräse und der Hilfe beim Fräsen. Wir werden in naher Zukunft auch ein ausführliches Video machen, wo wir genau erklären, wie die Steuerung der AKX funktioniert und wie die Steuersignale überlagert werden. Also abonniert unseren Kanal, wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt.